Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Big Frank Gaming. Hier ist wieder euer Frank und wir spielen eine weitere Runde Helheim Hassel. Ja, wir haben gerade Fafnir zum Kübeln gebracht und ja, jetzt stehen wir vor einem Tor. Was auch immer hier passiert. It says, sorry about the mess. You should have been sorry for that like two levels ago, you stupid gate. Ja, ein bisschen Unordnung mag schon sein. Ganz ehrlich, ich finde das Spiel echt lustig. Das ist zwar teilweise total krank, aber echt lustig. Ah, genießen wir erstmal die Zwischensequenz. Viel Spaß, Leute. Hello, friends and foes. Hihi. Haha. Oho. My name is the Allfather and welcome to another. Oh mein Gott, ist das Odin? Oh mein Gott, es spielt Videospiele. Bei Lootboxes. Oh, willkommen bei Electronic Arts. Oh, never fuck with the Allfather. Vor allem nicht beim E-Sports. Hugo und Mango? Die hießen aber, glaube ich, eigentlich anders, die beiden Raben, ne? Nee, nee, die hießen definitiv nicht Mango. Ganz klar, die hießen Hugin und Munin, richtig. Die Raben Odins in der nordischen Mythologie. Und nicht Mango? Ich weiß gar nicht mehr, wie der andere hieß. Seems a little warmer. That's the mess they were talking about? You ain't gonna see me complain about that. Okay, dann beschwer dich nicht. Alles gut. To home with you, Rain! My socks are getting wet! You are never happy, are you, Pesto? Bjorn, my natural habitat is 100 degrees with a hint of sulfur in here. Okay. Ich wollte gerade fragen, warum sollte ich da mein Bein abtrennen, aber... Okay. Jetzt komme ich schon mit dem Rest nicht mehr da hoch. Kann das sein, dass ich jetzt einfach das Bein zurückholen kann? Ja, ja, kann ich einfach zurückholen. Zack, dran und hoch. Ja, wunderbar. So schwer ist das doch gar nicht hier. Coolblower. Wieder mit dem Bein. Hopp, hopp, hopp. Nice. Blackberries. Und das Bein wieder dran. Und den Kopf. Und den Arm und das Bein. So, und dann verbinden wir das alles mal zu einem echt seltsamen Gebilde. So, hier pflücken wir Beeren. Dann geht es hier oben lang. Oder auch nicht. Da müssen wir auf jeden Fall den ganzen Körper raufkriegen. Den Kopf weg. Auch dann sind wir nicht weiter. Naja. Hier komme ich auf jeden Fall komplett hoch. Da komme ich komplett hoch. Da kann ich auch im ganzen Körper draufsteigen. Wunderbar. Dann ist die Tür auch offen. So schwer war es doch gar nicht. Das Wetter bringt dich um. Ich denke, du bist ein Skelett. Dann bist du doch schon tot. Oh. Was passiert?
I'm sure I can avoid that. Oh man. Okay, bestimmt kann ich einem aus dem Weg gehen. I'm so scared, Bjorn. You know you're a skeleton too, right? You're a skeleton. That thing has teeth and claws and all kinds of stuff. Oh nein, es hat mich doch bekommen. Okay. So einfach komme ich an die Bären da oben wohl doch nicht ran. Hm. I don't look back. Ah. Ich weiß nicht, ob ich schnell genug bin. Das haben wir gelöst, das Rätsel. Ah, so schnell bin ich nicht. Da muss ich echt sehr, sehr schnell sein, glaube ich. Okay, das geht wieder in die Hose. Geh mal lieber freiwillig direkt kaputt. Ja, ich weiß, dass das ein schlechter Ausgang der Sache wäre. Aber so einfach ist das gar nicht unter Druck. Verdammt. Und wieder kaputt. Aha, ich bin niemals so schnell. Sag ich doch, ich bin niemals so schnell. Huhuhuhuhu. Jetzt bin ich da schon wieder dran vorbeigelaufen. Es darf doch nicht wahr sein. Und wieder ein neuer Versuch. Okay, das haben wir gelöst. Verdammt, fast. Fast, es hätte fast funktioniert. Boah, da muss ich aber verdammt schnell sein für. Da darf aber wirklich gar nichts schief gehen. Ach, jetzt hat er meinen Kopf gekriegt. Boah. Das ist echt fies. Ah, okay, aber bis hierhin. Okay, das hätte ich mit. Nicht damit machen dürfen. Ich verstehe. Ja. Ich hab's ja kapiert. Ich muss schneller sein. Eieieiei, ist das eine Hetzerei. Okay, bin ich hier in Sicherheit? Nein, bin ich nicht. Oh, wie soll das denn klappen? Oh, jetzt bin ich aber echt gerade überfragt. Gut, damit komme ich noch klar. Das darauf. Dann den Arm, das aufmachen. Den Arm holen. Ja, aber hier komme ich doch nicht weiter. Ach, ich muss nur zwei Körperteile darüber kriegen, damit sich das Tor öffnet. Aber welche zwei? Getting mauled.
Damit komme ich nicht durch, okay. Ich hasse diese Hetzerei, das mag ich gar nicht. Leute, lasst mich in Ruhe Rätsel lösen, aber hetzt mich nicht. Geh da hoch und dann das Ding hier runter, da rauf und dann das Ding hinterher holen, zack. Boah, mein Gott. Boah, war das eine Hetzerei. Ich hasse Hetzereien. Can somebody tell me why the home? We got chased by a gosh darn bear? Das war ein Bär? Of course it was a bear. Don't you recognize a bear when you see one? Bear Slayer. That thing is no normal bear, Pesto. It was floating and stuff. Maybe it was the ghost of that bear you ruthlessly killed. Bear Slayer? Stop calling me Bear Slayer, Pesto. It was an accident. The important thing is that it's gone now. You must avoid that. Auf jeden Fall. It seemed pretty dangerous. I will. Thanks for helping us again, Anthony. Now. Pull yourself together and pursue your dream. Ist klar. Bear John Johnson. Thanks for the pep talk, Anthony. See you later. Die Quest wurde aktualisiert. Die Straße nach Helheim. Bein Ahe nicht geschafft, aber zuletzt ging es dann doch voran. Oh, das sind sehr, 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 sehr schlechte Witze. Sehr, 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 sehr schlecht. Na Moment, ich gucke aber zuerst, was da unten ist. Also ganz ohne komme ich da nicht dran vorbei. Ach ja, jetzt bin ich auseinandergefallen. Mein Gott. Reiß dich mal ein bisschen zusammen, Junge. Hier wird's dunkel. Hier wird's wieder dunkel. Wo geht's hier wohl hin? Oh, hier ist nichts. Ich sehe zumindest nichts. Kriege ich irgendwann einen Lampenkopf oder? Naja, vielleicht hätte ich doch besser die Fackel kaufen sollen bei dem Kollegen eben am Anfang. Ach ja, egal. Der schon wieder. I'm sure we can come to an agreement, Fafnir. We already had. Good night, Squirt. Fafnir, wait, no! Oh mein Gott, ich bin gestorben. Fafnir hat uns getötet. Verdammt, das war Fafnirs Rache. Erst Hetzerei, jetzt Fafnirs Rache. First. Ah. I gotta try and focus on my head and my other arm. What the? Who hung my head on the wall? Hey, our wall decoration speaks. That really adds the edge this place needed. Please take me down. No way. You really tie this place together. There's no one there, zombie. This is too boring, even for me. Ugh, don't be sad, zombie. You're bumming out the customers. I tell you what. Since you're technically an employee, okay. You can have free drinks. How's that sound? I recommend the goblin wine, but stay away from the troll wine. That stuff will knock your knickers right off your knuckles. Not that you have any of those. My arm is for sale in a store? Maybe I can buy it back. Das ist irgendwie seltsam.
Okay, den anderen Arm. Oh, ich habe einen freien Arm. And welcome to Stonemart, because only an N separates a stone from a store. N, we would love to have you. My name is Stonifer, and I will be your clerk today. Oh, you must be one of those silent protagonists. That's okay, I'm used to those. He's, missing a head at the moment. Oh, well, here at Stonemart, we're all about customer satisfaction. I have a brush and a notebook on the floor there, for when you want to talk without words. Just write any questions you have about our products on the notebook, and I'll answer you as well as I can. Okay, das ist jetzt mehr als strange. Ja, bevor wir uns jetzt damit wirklich beschäftigen, würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge wieder rein, weil das wird jetzt etwas länger. Wir sind auseinandergenommen worden, damit müssen wir leben. Fafnirs Rache hat uns getroffen. Gut. Ich hoffe, ihr folgt mir weiterhin und schaut euch auch die nächste Folge an. Wäre super, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr diesen jungen Kanal so ein bisschen unterstützt, mir ein bisschen Support gebt und einen kleinen Kommentar hinterlasst, wie ihr das Video fandet. Ja, wäre ganz super, wenn ihr das Kommentarfeld unten auch wirklich benutzen würdet. Und ja, Daumen hoch wäre auch ganz cool, ja. Ich freue mich über eure Reaktionen und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin raus, euer Big Frank. Ciao, ciao.